Ich liebe Beethoven und nirgendwo kann man ihm näher sein als hier im Beethovenhaus in Bonn. Gerade jetzt, nach dieser fabelhaften Dauerausstellung, dass das in dem Jubiläumsjahr zustande gekommen ist, dass Beethoven so hochgehalten wird, verehrt wird, das gibt uns Halt. Wir sind ihm näher als je zuvor. Das ist gut für Musik und ich glaube, das ist gut für die Welt. Das Beethovenhaus ist ein besonderer Ort. Das Haus ist um 1700 erbaut. Um 1767 zog hier die Familie van Beethoven ein. 1770 wurde Ludwig van Beethoven geboren und das Haus wurde von Bürgern vor dem Abriss bewahrt. Es hat den Zweiten Weltkrieg Gott sei Dank weitgehend unbeschadet überstanden. Und dass es heute so dasteht, wie es ist, verdanken wir tatsächlich großem bürgerschaftlichen Engagement, auf das wir sehr stolz sind. Heute stehen wir vor der großen Aufgabe, zu zeigen, wie man Beethoven an seinem Geburtsort im 21. Jahrhundert präsentiert und vermittelt. Und das war auch unser Ziel, zu einer Neugestaltung zu kommen, in der das sehr zeitgemäß gelingt. Wir haben durch eine europaweite Ausschreibung Barbara Holzer an Bord geholt, eine renommierte Ausstellungsgestalterin, mit der wir diese Themen angegangen sind. Und wir waren uns einig, dass das Museum, das wir präsentieren wollen, ein erlebnisorientiertes und ein sehr viel emotionaleres Museum werden sollte, als wir es bislang hatten. Ausgangspunkt der Umgestaltung ist, dass wir unsere Räumlichkeiten erweitern konnten. Wir haben eine neue Immobilie im Ensemble dazugewonnen, die Bonngasse 21. Das ermöglicht uns, aus dem historischen Ensemble einige Angebote rauszunehmen und auf die gegenüberliegende Seite des Museums zu verlagern. Dazu gehört der Museumsshop. Für mich war es ganz wichtig bei dieser Neugestaltung, dass wir vor Augen haben, dass es ein Musikermuseum ist. Deshalb haben wir einen Musikraum geschaffen. Wichtig war es uns, Räume zu schaffen, wo Originale aus dieser umfangreichen Sammlung jederzeit gezeigt werden können. Das war bislang aufgrund konservatorischer Überlegungen nicht möglich. Und wir wollten eine Form der Kontextualisierung und Inszenierung der Gegenstände, die sich doch deutlich abhebt von dem, was wir bisher so hatten. Dass das zustande gekommen ist, dass es so fantastisch vorbereitet ist, mit so viel Hingabe und Liebe, das ist sehr berührend. Und als Musiker gibt es mir die Chance, noch viel mehr von Beethoven kennenzulernen, ihn besser zu verstehen, weil seine Musik hat eine solche Message, eine solche Botschaft, nach wie vor. Er ist so hochaktuell. Und eine solche Ausstellung gibt uns die Möglichkeit, innezuhalten und ihm gerecht zu werden. Gemeinsam mit Barbara Holzer haben wir ein neues Leitbild unseres Besuchers definiert. Wir haben uns überlegt, dass der Besucher, den wir uns vorstellen, idealerweise ein Flaneur ist, der sich dieses Haus erschließt. Er wird in jedem Raum ein eigenes Thema vorfinden. Wir erzählen nicht mehr biografisch chronologisch, sondern fragmentarisch. Und so kann sich jeder durch das Haus bewegen, wie er will. Und wir glauben, dass wir eine Lichtregie und Objektinszenierung gefunden haben, die Ausstellungsgegenstände sehr interessant kontextualisiert, sodass jeder da seinen Zugang finden kann. Medien haben wir nur so weit eingesetzt wie notwendig, nicht um ihrer selbst willen. Und ich glaube, alles das, was entstanden ist, zeigt einen sehr behutsamen Umgang mit dem Haus, dass sie am Ende das wichtigste Exponat unserer Sammlung ist. Hier im Beethovenhaus Bonn bin ich sehr nah an Beethoven dran und das würde ich sehr gerne mit vielen Besuchern teilen. Erleben Sie unsere Konzerte, die Ausstellung, unsere Sammlung. Es ist eine fantastische Möglichkeit, Beethoven richtig zu begegnen. Und als Präsident des Beethovenhauses heiße ich Sie herzlich willkommen, am liebsten natürlich richtig in Bonn und wenn nicht online. Unsere Sammlung ist fantastisch und es gibt die Chance, Beethoven nicht nur kennenzulernen, sondern besser zu verstehen.